Kinder Rudolf Henke von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zu ein paar Punkten sprechen, die in der Diskussion eine Rolle gespielt haben und von denen ich das Gefühl habe, dass vielleicht zum Teil auch Vorstellungen existieren, die nicht so richtig viel Fundierung haben. Fangen wir mal mit der Frage an, ob es eigentlich wirklich nur um das Thema Demenz geht. Ja, das Thema Demenz, Frau Sitte hat ja auf die Zahlen aufmerksam gemacht, bedrückt uns besonders, weil es niemanden unter uns gibt, der keinen in seinem Kreis der Freunde oder unter den Angehörigen hat, der davon betroffen ist. Aber wenn wir über die Frage der Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen sprechen, dann sprechen wir bitte schön nicht nur über das Thema Demenz, sondern dann sprechen wir auch über die Frage, wo es gar keine Heilungschance bisher in irgendeiner Weise gibt, über die Frage der Menschen, die mit einer Tollwut auf der Intensivstation liegen, die eine Rabies haben. Oder wir sprechen über die Menschen, bei denen wir nicht unterscheiden können, wie ihre Heilungsperspektiven sind, die vermeintlich in einem Wachkoma liegen und von denen die einen ein Absterben des Gehirns erlebt haben und die anderen in einem Locked-in-Syndrom sind, also in einer Situation, in der eine Chance besteht, dass sie aus diesem Wachkoma heraus wieder wach werden und wieder gesunden. Und wir sprechen natürlich auch, ich will daran erinnern, dass wir vor Jahren alle aufgeregt waren über die Frage des Rinderwahnsinns. Und da gibt es auch eine menschliche Form dieser Krankheit, die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die spielt für uns heute in der Debatte keine Rolle mehr. Aber damals war doch eine Verlaufsforschung zu dieser Krankheit ein Gebot der Stunde. Und was ich damit sagen will, es sind auch nicht alles Therapiestudien. Es geht auch nicht alles immer um die Einwirkung von Arzneimitteln. Da ist gesagt worden, der VFA, ist so bedeutend, weil er sich zufrieden damit gibt, dass er Arzneimittelstudien machen kann. Natürlich gibt es auch Krankheitssituationen, in denen gar keine Arzneimittel zur Verfügung stehen. Aber auch in diesen Situationen muss man über die Art der Unterstützung der Patienten, über die Frage, wie kann man ihnen die beste unterstützende Pflege geben, Forschungsmöglichkeiten haben. Und das kann nicht nur anhand der Regeln stattfinden, in denen man vergleichende Arzneimittelstudien anwendet. Und natürlich setzen wir auch für diese klinische Forschung mit dem Arzneimittelgesetz den Standard, an den sich dann die Bundesoberbehörde, die Ethikkommission zu halten hat. Zweiter Punkt. Ich glaube, die Frage nach den Erwartungen, ja, die Menschen haben große Erwartungen. Ich glaube dennoch, dass Fortschritte eher sich in kleinen Schritten vollziehen werden und dass wir nicht erleben werden, dass übermorgen das Arzneimittel zur Verfügung steht, mit dem man einfach die Klinke umlegt und jetzt ist plötzlich die Tür zur Heilung für viele geöffnet. Und deswegen glaube ich, ist das Versprechen der Selbstnützigkeit, der Eigennützigkeit, das muss man übersetzen. Was damit gemeint ist, ist ein potenzieller, ein möglicher, ein denkbarer Eigennutz. Wir lassen uns auch in den vergleichenden Arzneimittelstudien auf Studien ein, wo wir eigentlich wissen, wer das Arzneimittel kriegt und wer das Placebo kriegt, hat möglicherweise in beiden Fällen Belastungen und Risiken. Und nur die Hälfte hat überhaupt eine Chance, von dem Arzneimittel zu profitieren. Aber dennoch sagen wir, wenn das so ist, dann kann diese Studie durchgeführt werden, weil sie einen potenziellen eigenen Nutzen vermittelt. Es wird gesagt, keine einzige Studie ist untersagt worden. Ja, es ist auch keine einzige Studie erlaubt worden. Wir wissen doch gar nicht, unter welchen Voraussetzungen in Zukunft welche Ansätze entwickelt werden. Aber es ist doch klar, dass keiner Anträge stellt, wenn er von vornherein absehen kann, dass der Antrag nicht genehmigt werden kann. Und dann wird gesagt, kann man informiert sein im Voraus? Kann man im Voraus wissen, wozu man einwilligt? Das ist die Frage. Das hängt davon ab, welche Erklärung man angibt.
Wir haben heute im Patientenverfügungsrecht die Möglichkeit, weit im Voraus zu sagen, ich möchte niemals an Maschinen hängen, ich möchte niemals beatmet werden, ich möchte niemals künstliche Ernährung haben. Wenn das heute einer erklärt, wenn er das für sich erklärt, dann ist das eine Erklärung, die bindend ist in der gesundheitlichen Versorgung. Ob die sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, wird im Einzelnen nicht überprüft. Und weil das möglich ist, diese Entscheidung zu treffen, frage ich mich, wo liegt eigentlich der Unterschied, wenn man eine solche Entscheidung auch für andere Bedingungen als den Abbruch von Therapien trifft, wenn man eben nicht unterbindet, dass bestimmte Therapien stattfinden, sondern wenn man erklärt, dass man bereit ist, an bestimmten Maßnahmen, die dem Erkenntnisgewinn dienen und die möglicherweise nicht mehr mir helfen, sondern anderen helfen können, dabei mitzuwirken. Übrigens, nur damit sich keiner Illusionen macht, im Grunde akzeptiert das jeder von uns, weil jeder von uns einverstanden ist, dass es möglich ist, sich vor einer Narkose einverstanden zu erklären damit, dass man einer Operation unterzogen wird. Und wenn ich diese Erklärung vor einem Eingriff abgebe, dann ist auch das eine Vorausverfügung. Weil in dem Moment, wo dann die Operation beginnt, habe ich meine Einwilligungsfähigkeit lange verloren. In dem Moment bin ich narkotisiert und kann nicht mehr einwilligen. Und trotzdem gilt diese Vorausverfügung auch für diesen Moment. Herr Henke, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau Hasselfeld? Ja, gerne. Aber lassen Sie mich erst mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in einer sehr intensiven Debatte. Und ich bitte diejenigen, die jetzt andere Gespräche führen wollen, das nicht hier im Raum zu tun, sondern sich hinzusetzen und dieser Debatte zu folgen. Sie ist intensiv und sie verdient, dass den Kolleginnen und Kollegen, die hier am Redepult stehen oder die Zwischenfragen stellen oder die zuhören wollen, auch die Aufmerksamkeit geschenkt wird. Bitte setzen Sie sich hin und hören Sie den Kolleginnen und Kollegen zu. Wir sind Richtung Ende der Debatte, aber noch nicht am Ende. Und jeder Kollege hat das Recht, dass er die Aufmerksamkeit hier im Haus hat. So, bitte, Frau Hasselmann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank auch, Herr Kollege Henke, für die Zulassung der Frage. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Sie wollen uns doch nicht erklären, dass eine Vorauserklärung bei einer Narkose und diese Probandenerklärung in diesem Gesetzentwurf und das Spannungsfeld Patientenverfügung in irgendeiner Art und Weise von der Frage, was das eigentlich bedeutet, miteinander auf eine Stufe zu stellen sind. Das kann doch nicht ernsthaft Ihr wirklich Interesse sein, dem Haus das so zu erläutern. Frau Kollegin, das, was ich deutlich zu machen versucht habe, ist, dass es möglich sein muss, Vorausverfügungen zu treffen für einen Zeitpunkt, zu dem man die eigene Einwilligungsfähigkeit nicht mehr zu Gebote hat. Diese Möglichkeit muss es geben, und diese Möglichkeit wird für jede unter Narkose stattfindende Operation natürlich in Deutschland durchgeführt. Wenn das nicht möglich wäre, überhaupt eine Vorausverfügung für den Zeitpunkt zu treffen, in dem man die Einwilligungsfähigkeit eingebüßt hat, dann müsste das ja bedeuten, dass man im Grunde immer im Rechtswiderstand stünde, immer gegen Recht verstoßen würde, wenn man damit einverstanden ist, dass man zu einem Zeitpunkt operiert wird, wo man die Einwilligungsfähigkeit verloren hat. So, und deswegen sage ich, die zentrale Frage, über die wir heute hier diskutieren, ist nicht die Frage des Schutzniveaus. Das Schutzniveau ist gewaltig. Wir haben eine Bundesoberbehörde, die jede einzelne Studie zu prüfen hat. Wir haben eine örtliche Ethikkommission, die jede einzelne Studie zu prüfen hat. Der Prüfplan ist im Einzelnen vorzulegen. Der Prüfplan ist im Einzelnen darauf zu prüfen, ob er übereinstimmt mit der Willenserklärung dessen, der sich einverstanden erklärt. Wir haben im EU-Recht die Generalklausel, der Prüfungsteilnehmer wird so weit wie möglich in den Einwilligungsprozess einbezogen. Das schließt auch den natürlichen Willen, auf den der Antrag von Hubert Hüppe abzielt, gegen dessen Annahme ich nichts habe. Aber
Das schließt das ein. Der einzige Punkt, über den wir diskutieren müssen und den wir entscheiden müssen, ist die Frage, ob man im Voraus die Freiheit hat, darüber zu entscheiden, dass man sich an einem Forschungsprojekt beteiligt. Das ist die zentrale Frage. Und diese Möglichkeit, die darf jedes Elternteil, jeder Erziehungsberechtigte für seine eigenen Kinder treffen. Im Jahr 2004 haben wir das so entschieden. Und es ist auch notwendig, dass wir es so entschieden haben. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Erwachsener darüber Entscheidungen treffen kann, ob sein Kind an Forschungsprojekten beteiligt wird und in diesen Forschungsprojekten dabei natürlich nicht selbst gefragt wird. Das darf der Erwachsene entscheiden. Aber über sich selbst bestimmen und sagen, in 2 Jahren, wenn bei mir die Demenz so weit ist, dass ich meinen Verstand verloren habe, dann bin ich bereit, mich an einer solchen Forschung zu beteiligen. Das wollen wir verbieten und das wollen wir untersagen. Ich finde, das kann nicht sein. Und deswegen bitte ich Sie sehr herzlich um die Zustimmung zu dem Antrag, den ich mitgestellt habe mit anderen Kollegen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Henke. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, und es gilt für alle, wir sind nicht am Ende der Debatte. Es kommen noch 2 Kollegen. Und ich bitte Sie, die Gespräche einzustellen und den Kollegen die Aufmerksamkeit zu schenken. Das gilt für alle. Nächste Rednerin, Sabine Dittmar von der SPD-Fraktion.